Nö, weg mit dir. Gucken, wie lange ich jetzt brauche für den ganzen Kram hier. Erstmal einen Überblick haben hier, was er machen muss. Gibt's noch einen anderen Weg rein? Kann man... Okay, kann das von hier aus machen? Nee, doch, geht. Ah, von unten. Okay, dann muss ich damit wohl ein Untergeschoss erstmal... Aber ich komme noch gar nicht runter, oder? Den Weg runter? Erstmal rumgucken. Erstmal rumkicken. Ach, das ist ja Eis. Oh, das geht trotzdem? Eher weniger. Ich habe irgendwie so null Überblick gerade. Was heißt null? Aber ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich hin soll. Dann weiß ich jetzt gerade nicht. Da unten ist einer ist noch unten. Und ganz unten ist auch noch einer. Aber ich habe gar keinen Plan, wo was hier ist. Okay, wie kann man überhaupt da unten hin, ist die Frage. Gibt es irgendwo einen Seiteneingang oder sowas? Nee, auf jeden Fall hier ist sowieso falsch. Und diese Schiffe sind einfach nur dafür, dass man sich hier hochschießt, aber vielleicht gibt es da ja was. Da ist doch was, sieh an. Aha. Ich wollte sagen, das gibt's doch nicht, haben sie doch nicht umsonst hier reingebaut. Den Kram hier. Da geht's auch noch weiter. Vielleicht gehen wir erstmal dahin, wo ich hin soll. Zieh, was ich eben sah. Er ist zu. Oh. Schade. Ja, so eine Kanone. Niedlich. Windtable Untergeschoss. Mit Tooling komme ich doch schon rüber hier, oder nicht? Oh, geh weg. Ich bin mal woanders. Tulin, geht das? Tulin? Ah, so nicht. Das Master Sword geht zur Neige, okay. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Das war schon sehr knapp jetzt. Na gut, man darf ja nie so denken, ob das gedacht ist oder nicht, ne? Gibt ja immer mehrere Lösungen. Wenn wir vielleicht noch eine Erhöhung bauen können, wäre es einfacher gewesen. Ich verstehe mir aber nicht, warum ich da nicht dieses Auge treffe, gerade eben. Also alles in der Höhe und ich habe das Auge nicht getroffen. So, mal kurz gucken. Wo bin ich denn genau? Ich bin erst da. Schade. Ich dachte, ich wäre schon da unter. Kann man höchstens hochklettern, oder soll das so? Muss das Ding drehen, dass es aufgeht? Ja. Da wäre ich an dem Ding greifen, kann ich nicht. Kann ich das machen? Ah, okay. Ah, eine Truhe. Alpha-Elite-Klinge. Ich bin auch so ein Elite. Ja, noch weiß ich gerade halt irgendwie nicht, was ich hier machen kann.
Das Ding drehen geht ja nicht. Ich kann ja nichts damit machen. Und ohne das Ding zu drehen, kriege das Tor auch nicht auf. Ist nicht eigentlich egal, welche Reihenfolge ich mache? Bin ich umsonst hier hingegangen, ne? Weil Rückdingens geht auch nicht. Die Platten sind ja wegen was anderem hier. Was bringt mir das? Das jetzt verbinde. Kann ich das Ding jetzt drehen? Doch, es geht. Hä? Bleib mal bitte auf! Ich verstehe nicht. Was? Warum geht das sofort wieder zu? Es geht auf, aber es geht wieder zu, hä? Das ist genau das Problem hier. Ja, man kann es doch drehen, aber... Okay. Ich muss zugeben, dass ich diesen Mechanismus gar nicht begreife, weil mal geht das da auf, an derselben Stelle, mal geht es da nicht auf. Schade. Also keine Ahnung, also, ob das jetzt so gewollt war. Nein! Ich hab's. Ah, okay, ich bin jetzt tot. Was essen. Immer so wenig Leben. Immer so One-Hit. Also ja, in Zukunft muss ich jetzt immer auf Dingens gehen. Auf Leben. Es nervt mich langsam, dass man so schnell tot geht. Beziehungsweise die Rüstung ist halt auch recht schwach. Okay, Nummer 2. Oder drehen wir. Das schaffen wir, Link! Das schaffen wir, Link. Ich finde das schön, dass er. Dass wir wenigstens das auch eingebaut haben, dass er redet. Du hast es auch so gemacht. Ja, aber es wirkte irgendwie richtig komisch. Weiß ich, das wirkt, mal ging es auf, egal, wo ich da hingedreht habe, zu einer Seite. Mal ging es dann wieder nicht in dieser Richtung auf. Da so, hä? Das weiß ich gar nicht. Ich habe Zeitbomben auch noch nicht wirklich genutzt. Was sagst du bisher zum Dungeon? Ich würde sagen, cooler als Titan, aber kommt noch nicht an die alten Zelda-Teile ran. Da fehlt noch was. Das ist noch kein richtiger, also für mich ist es noch kein richtiger Dungeon. Man hat eine Karte, aber der Rest ist ja nicht da. Klar, okay, es ist das neue Ding. Vielleicht ist es die neue Art von Dungeon, sagen wir es mal so. Es ist die neue Art von Dungeon. Ja gut, okay, wow. Rakete dran geklemmt, auch funktioniert. Ich finde es besser als die richtigen Dungeons. Rüber. Soll ich sagen, wie es gedacht war? Na, es gibt ja nicht dieses gedacht eigentlich. Das gibt es ja gar nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Sachen zu lösen. Und es gibt, glaube ich, es gibt ja nicht diesen einen richtigen Weg. Also glaube ich zumindest, dass es nicht diesen einen richtigen Weg gibt. Ah, Mann! Ich glaube, mich nervt das gerade am meisten, dass ich einfach echt immer nach jedem Hit mich heilen darf. Was ist das denn hier Schönes? Moment, kann man das rüberziehen? Ja gut, das ist die neue Art der Dinge. Das Einzige, was ich vielleicht noch ein bisschen vermissen würde, wäre, wenn dann überhaupt so ein paar Schlüssel oder so mal. Okay, da muss doch irgendwas eingesetzt werden noch, damit der nächste mitdreht. Was kann man denn da einsetzen? Muss ich das von irgendwo anders rüberziehen? Hüpf.
Hm, muss da irgendwas hinpacken, damit das verbunden ist. Das hier geht nicht. Mal gucken, ob da drüben noch irgendwas liegt. Ja, jetzt habe ich das ja eh schon gemacht, kannst du ruhig sagen. Bringt das was? Die brechen doch bestimmt zack kaputt, die Dinger hier, oder? Das kann das auch nicht sein, weil ich glaube, die können kaputt gehen. Kann man da durchspringen? Schade, ich hab's versucht. Wind drauf? Hä? Aber können die nicht kaputt gehen? Ach, warte mal, die gehen gar nicht kaputt. Okay. Vielleicht gehen sie kaputt, wenn ich sie da reinpacken würde. Hat ja super geklappt. Es gibt immer mehrere Arten, Terry. Das ist ja der Sinn des Spiels. Das finden die Entwickler sogar gut, dass es mehrere Arten gibt. Ja, nur war... Da brauche ich noch einen zweiten, ne? Einen klappt's nicht, oder? Es gab noch einen längeren davon. Ja, wie gesagt, man muss die Dungeons, oh, shit. Man muss die Dungeons nun mal halt, das ist die neue Art halt. Das muss man auch, ich habe es bei BOTW, haben wir jetzt ja Titan gehabt, das war ja was ganz anderes. Aber das ist nun mal die neue Art der Dungeons jetzt, dass die halt so gemacht sind. Es geht halt, geht auch um die Fähigkeiten, warte mal, was? Oh, irgendwie klappt das nicht so, wie ich es mir vorstelle. Hab ich auch noch, ja, irgendwie doof, dass man beides abnimmt, wenn ich das hier machen will. Machen wir jetzt so, auch übereinander. Gerade übereinander wäre mal schön. Aber was ist, wenn man alle Eiszapfen runtergeschmissen hätte? Dann hat man es nicht mehr, ne? Oder jetzt aber, oder? Immer. Meine Güte. Kannst du bitte. Okay. Einmal finde ich schade, dass die Sachen zerbrechen, obwohl ich den einen hinten abnehme. Zerbricht das vordere trotzdem. Nö, das zerbricht. Das geht nicht. Das funktioniert gar nicht. Kann man das da reinstecken in der Mitte? Will auch nichts bringen. Ja. Kann da was anderes ranpacken? Es gibt nichts Vorgegebenes. Sagt euch das so aus dem Kopf raus. Es sind Sachen nicht vorgegeben im Spiel. Es gibt immer mehrere Lösungen. Beziehungsweise... Es gibt manche Sachen, die sind vorgegeben. Okay, aber viele Sachen sind nicht vorgegeben. Es gibt halt nicht diesen einen Weg. Irgendwie weiß ich auch nicht. Das hier sieht alles nicht richtig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Vor allem bricht das ja sofort ab bei mir. Ja, jetzt habe ich mal richtig getroffen. So rum ist besser. Ich glaube, ach, der war ja auch falsch. Das sehe ich jetzt erst. Warum habe ich denn den mitgenommen? Da war ja voll Quatsch, dass ich den mitgenommen hatte. Nein, ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Die Entwickler mögen das. Die Entwickler mögen das ja, dass es so verschiedene Wege gibt. Das haben die sogar. Es gab ja dieses vor kurzem mit den Game Informer dieses Interview. Habe ich ja vorhin mal drüber geredet. Ich bin der Meinung, dass ich das richtig rausgelesen habe, dass sie es schön finden, dass es mehrere Lösungen gibt. Dass die den Spieler mehr Lösungen geben. Und ja, sie wollen auch an weiteren Titeln, also die nächsten Titel werden ja alle wieder so werden wie das hier. Es wird jetzt, wie ich schon sagte, BOTW hat den Grundstein gemacht. Und jetzt geht alles so weiter. Also klassische Zelda-Titel könnt ihr eigentlich verabschieden von. Höchstens kommen immer ein paar Elemente wieder zurück. Alle weiteren Titel... Alle weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall mehr so in die Richtung jetzt gehen in Zukunft, ja. Kam das so rüber, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe das im Nintendo-Channel, musst du ein bisschen hochscrollen, kannst dir gerne mal durchlesen, was die da nochmal schreiben.
Also was da, ja, was sie gesagt haben. Da steht's ja. Okay, hier war ich noch nicht. Nein, nicht schon wieder. Not again! Ich finde das auch gut mit den eigenen Wegen. Okay, mal einmal vorbeilaufen. Die machen die diesmal Schaden? Ist ja nur eine Truhe, ne? Aber trotzdem. Ich denke, also ich mag das neue Zelda auch wesentlich lieber als das alte. Aber es liegt daran, dass ich Open World mag. Ich mag halt Open World, ich mag das, wie das abläuft hier. Es wird jetzt nicht immer so sein, dass es immer so die Schreine und so sind, bestimmt nicht. Aber es geht um das Grundprinzip, was BOTW geschaffen hat, oder die mit BOTW geschaffen haben, wird wohl, so wie ich das rausgelesen habe, weiter fortgeführt. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es, wenn dann noch Spin-Offs geben wird, die was anderes machen, oder halt Remakes oder Remaster oder was auch immer, ne? Okay. Bin ich ganz unten. Bin ganz unten angekommen. Ja klar, es gibt immer wahrscheinlich den leichtesten Weg und den schnellsten Weg. Für meine Guides und so zeige ich ja auch mal einen recht leicht, meistens einen schnellen Weg. Würde ich sagen, immer. Es gibt bestimmt einige, die noch was Schnelleres vielleicht rausfinden. Aber das ist das, was ich als erstes als schnell herausgefunden habe, was am schnellsten war. Aus meiner Sicht. So, was sagt denn die Karte? Dann bin ich genau da. Dann bin ich einfach nur über mir und bringt das. Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ja, mal gucken, was überhaupt da abläuft, ne? Jetzt haben wir... Oh. Jetzt haben wir erstmal das hier. Lass mal abwarten. Was ist da drin, ne? Eine Truhe wieder? Ja, da war ich schon. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Da ist noch einer, aber da komme ich nicht ran. Und da ist auch einer. Die letzten zwei sind da. Okay, aber ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich finde das eigentlich cool. Ich mag dieses Düstere und so. Ich finde das schon richtig gut, wie das ist. Okay. Von unten, oder was? Ah, da ist noch Wind. Ist noch ein extra Eingang? Ist noch einen zweiten Eingang? Weil das ist eine Truhe. Der Eingang könnte woanders sein. Oben? Ah, vielleicht von oben. Aber hier weiß ich halt nicht, wie die Tür aufgeht. Ach so, man kommt von außen da rein. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja gut, es gab ja schon einen Spin-off dazu. Hyrule Warriors. Da hat man ja schon Sachen anders gesehen. Ah, da. Da kann man reinfliegen. Okay. Reingleiten. Ah, warte mal. Kann das sein, dass die Musik wieder stärker und stärker wird? Oh nein, ich bin doof gegengekommen. Die Musik wieder krasser wird, umso mehr Dinger man aktiviert hat. Das war ja bei den anderen auch mal so. Ich denke mal, das haben sie wieder gemacht. Aber es hört sich so an, als würde die Musik wieder ein bisschen mehr werden. Ach Quatsch. Ja, treff ruhig. Okay. Ups, komm her. Hau rein, Sonigo. So richtig ohne Stress. Ich hätte gerne in der Vergangenheit rumgelaufen, wo Zelda und so ist. Das sah cool aus. Aber noch ein Hyrule Warriors? Was willst du jetzt noch für ein Hyrule Warriors machen? Für dieses Spiel nochmal? Ich weiß nicht. So, jetzt ist die Frage nur, wie kommen wir ans Letzte ran? Das sah aus, als wäre es von oben. Was ist, wenn ich da hinten rüber gleite? Tulin!
So aus, wenn es von oben ist, aber oben war ich schon überall. Bin ich da reingeflogen? Ja. Die Vergangenheit in Hyrule Warriors. Also ich glaube, einen dritten Hyrule Warriors Teil. Ich weiß ja nicht. Ob da sind ja wieder dieselben Charaktere drin, was wir im ersten Teil schon hatten. Dass wir das jetzt nochmal machen, glaube ich irgendwie kaum. Ich meine, ich würde nicht nein sagen, ich würde es sofort spielen, aber dadurch, dass sie jetzt ja Hyrule Warriors 1 schon gemacht haben, nochmal. Nicht Hyrule Warriors 1, dieses, das Age of Calamity. Aber die Musik wird immer krasser jetzt, ne? Das ist cool. Ja, das ist halt dieser BOTW-TOTK-Weg, den sie jetzt machen, genau. Ach, das ist ein Eingang. Ich mach das wahrscheinlich selber auf hier, oder? Ah, oh nein, das mach ich dann da. Ah, okay, okay, cool, cool. Laser. Das ist aber nicht der Tunnel, den wir mal gesehen hatten. Okay, ah, okay, geschafft. Gut, ich weiß, was der Nevis meinte. Nevis fand nämlich, dass der Dungeon, dass die Dungeons kurz sind. Ja, lang ist der jetzt nicht gewesen, ne? Vielleicht ist es auch der leichteste von den Vieren. Das war nicht, was ich... Tulin, kannst du bitte hier mal hochgehen? Tulin! Wie er läuft! Mann! Der Titel mal überflogen. Und? Lag ich richtig mit meinen Aussagen oder habe ich was Falsches erzählt? Ich habe das so verstanden, dass sie das gut finden mit den mehreren Lösungen. Okay, Dantenno, das wäre wieder geiler. Stimmt. Mit Rauru, Sonja und irgendwie anderen, aber viel mehr waren da nicht. Minero halt noch. Minero war da noch. Das Tor auf dem Hauptdeck sollte nun offen sein. Gut gemacht. Okay, das würde. Aber gut, dann sind. Ein paar neue sind schon dabei, das stimmt. Ich kenne ja noch nicht alle. Ich habe noch nicht alle Charaktere gesehen, ne? Vielleicht gibt es ja noch ein paar andere neue. So, ich werde mal ein bisschen nochmal... Ich habe ein paar Waffen, die sind noch gar nicht gedingenskirchend. Dass ich da mal was Schönes ranpacke, um schön Schaden zu machen. Aber jetzt ist gleich Boss-Time. Oh weh, ich habe da keine geile Musik. Dann weine ich. Ah, dann heule ich aber. Was haben wir denn hier? 8? 3? Nehmen wir einen mit 10. Ich habe halt nicht so viele Teile gerade dabei, merke ich. Aber dadurch, dass ich das Master Sword habe, habe ich eigentlich auch schon... Hä? Hat er das Ding nicht dahin geworfen gerade? Wo ist das denn hin? Ach so, es ist hochgeflogen. Shit, das ist vielleicht nicht die beste Position hier gerade. Oder hier hochfliegen ist... Nein! Das war nicht die beste Position. Kann man nicht einfach zurück teleportieren? Hier hin? Nein! Oh meine Güte. Dahin? Ja, bitte. Gedingenskirchen. Nimm den Weg zum Dungeon mit, dann hast du einen großen Dungeon. Das stimmt. Der Weg zum Dungeon ist auch wesentlich, also das ist wesentlich krasser als im BOTW noch. Da war das ja so, dass du immer so kleine Aufgaben hast mit dir, Yunobo oder hier mit Theba ein paar Mal raufgeschossen, war es schon da. Das hier hat ja wesentlich länger gedauert. Zumindest der Weg. Ich weiß natürlich nicht, wie die anderen Wege alle sind. Ich gehe aber mal von aus, dass das alles recht ähnlich sein wird. Noch irgendwas? Irgendwie vorbereiten, aber ich bin wahrscheinlich trotzdem... Weil der Boss könnte mich halt irgendwie, habe ich das Gefühl, mich one-hitten. Wenn die Gegner das schon mal hier machen. Ich habe davon so viele, warum da nimmt sich davon nicht welche? Ich denke mal, ich habe gute Waffen hier. 15, 14, 14, 16, 27. Master Sword haben wir auch. Ja, okay. Let's go. Also lege ich richtig, dass es eher nur solchen Stil, solche Dingens geben soll. Ne? Solche Spieler? Okay. Ich glaube aber halt auch, dass sie sagten, dass sie es toll finden, dass es mehrere Lösungen gibt. Dass ich das richtig gelesen habe. Ich finde es auch gut. Sie sollen, ja, sie müssen halt immer nur ein paar Sachen ausmerzen. Ein paar Sachen, die halt fehlen. Aber wegen der Lautstärke nochmal. Ich habe halt immer diese Lautstärke gehabt, seitdem ich streame. Hat sich sonst keiner beschwert eigentlich, dass es zu leise wäre. Hey, die Mucke. Geil. Ey, wie mit Theba. Oh Mann. Da kommt jetzt noch andere Musik.
So. Ich will jetzt den Namen Goma lesen. Oder sowas. Okay, Osgaira ist es nicht. Das hat man irgendwie erst gedacht, das könnte Goma sein, so ein bisschen aus Wind Waker. Bestimmt ist dieses Monstrum schuld am Sturm. Stützen wir ihm die Flügel. Die Mucke ist geil hier. Ah, oh, das ist eine schöne Musik. Das ist eine geile Musik. Ah, ich sehe schon, ich sehe, was ich machen muss. Ja, ist ja gut. Nein! Wo will er denn hin? Hm? Ganz anderer Fight, als ich dachte. Brauchen wir überhaupt keine Waffen mehr dafür? Machen wir das jetzt mit Gimmicks, ja? Ich finde die Musik geil. Richtig passend zu dem, was hier ist. Was ist er denn jetzt da? Er sieht aber auch, das Ding sieht aber auch echt geil aus, ne? Okay, der letzte Hit muss aber anders gemacht werden. Das sieht man, weil es sind nur noch 3 Stück. Das ist die erste Hälfte. Glaube ich, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, ist die erste Hälfte, die ich gerade mache. Okay. Ja, im Großen und Ganzen hat dieses Spiel auch wesentlich bessere Musik als der erste Teil noch. Oder ist es für euch gerade ein bisschen zu leise? Sagt mir gerne Bescheid, dass ihr ein bisschen zu leise findet. Weil das jetzt gerade ist lauter als das, was sonst ist. Find den Song gut, okay. Oh, cool. Super. Bin mal gespannt, wie die anderen dann sind. Die anderen Bosse oder Dingens. Die andere Musik. Hm, klar, ich krieg jetzt keine Final Fantasy Musik oder so, ne? Es ist auch kein Final Fantasy. Dummi, moin. Das ist ja noch ein bisschen krasser, aber es muss ja auch passen. Final Fantasy Musik passt nicht zu Zelda. Oh, die ändert sich auch nochmal, die Mucke. Ja, ich muss jetzt mal gucken, was ich machen muss gerade. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder 3 Mal hintereinander treffen, also insgesamt 6 Mal. Ach so, das ist doch wieder dieselbe Art, nur dass es diesmal schwerer ist zu treffen. Oh, die Plätze hat mich fast getroffen. Bam! Dankeschön! Dankeschön, Tulin! Hab dich auch lieb. Tulin ist ein guter. Tulin ist einfach ein guter. Es sieht ja schon sehr geil aus hier, ne? Kann man ja sagen. Ah, ich brauche den Soundtrack von dem Spiel. Ich kaufe mir ja sonst nie sowas. Gibt es überhaupt noch CDs und sowas? Dann werde ich den Soundtrack mal selber einfach kaufen. Mal richtig. Aber gibt es gar nicht mehr sowas, ne? Oh, shit. Gar nicht drauf geachtet. Das Einzige, was Schaden machen kann, sind die Felsen, oder was? Ja, und die Wirbeldinger vielleicht. Ja, okay. Das war jetzt aber auch fies. Der Wirbel kam halt genau dann. Kann ich ganz nach unten fallen und dann essen? Aber da kann ich auch nicht einfach Luft essen. Okay, der hat doch. Klar. Das ist voll fies. Die starten immer genau, wo ich gerade bin. Ich kann gar nicht weg. Die sind genau neben mir. Oder fast da, wo ich gerade war. Frostgeira. Macht mir aber irgendwie nichts. Okay, gerade sind die Positionen richtig eklig. Komm da nicht weg. Auch mit seiner Fähigkeit hätte ich es nicht geschafft. Erst lieber was. Nein! Oh, fast hat mich getroffen. Aber schön, dass es halt wieder richtig einzigartige Bosse gibt. Also das hat Zelda gebraucht. Diese Flüche, ich verstehe den Sinn dahinter. Aber die Bosse sahen ja alle echt gleich aus fast. Also sie sahen alle recht ähnlich aus. Das war ja halt ein bisschen...
CDs, ja. Wie heißt das denn? Ich weiß, dass sowas gibt es ja eigentlich nicht mehr, ist mir schon klar. Beziehungsweise, wie macht das? Wie wird das eigentlich heute noch sein mit der Musik noch gemacht? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß das gar nicht mehr, weil man kennt nur noch Spotify und so. Ist eigentlich noch was in diese Richtung überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob man von unten gegenkommen könnte, aber es müsste nicht gehen, weil wir nämlich die Stacheln treffen. Ist der wieder auch nichts gebracht? Ich weiß, Tulin, ich bin auf dem Weg. Dass man sich halt gut heilen kann hier so, das macht es natürlich immer einfacher. Aber ich habe ja auch nicht viel Leben, muss man ja mal sagen. Bam! Musik wird nur noch gestreamt, ne? Ich dachte, man könnte irgendwas noch trotzdem haben, dass man das so physisch für sich hat und auch wirklich behält. Ich habe mir auch schon gedacht, dass es das irgendwie gar nicht richtig gibt. Aber interessant, das sind, die Bosse scheinen so Gimmick-Bosse zu sein, nenn ich's mal. Nichts mehr mit Kämpfen und krasser Waffe und du killst die bam bam am Tod. Du musst die jetzt auf eine ganz andere Art und Weise besiegen. Ja, ich weiß, gibt's das noch? Okay, okay. Aber ich hätte gerne den Soundtrack von dem der Sache hier. Aber ich glaube, gut, okay, welche laden das ja auch auf YouTube und so hoch. Aber ich will noch den Soundtrack noch nichts dazu hören, weil das könnte noch spoilern. Weil gibt es überhaupt noch was mich jetzt noch großartig spoilern kann? Aber ich kann kaum noch gespoilert werden. Yay! Ein Mysterienstein. Ach, da ist auch dieser Blume? Spielst du und streamst das neue Final Fantasy? Final Fantasy 16, ja. Das habe ich vor zu streamen. Komplett anders gemacht. Ja, mit dem Eis habe ich aus dem Schrein halt gesehen und dachte mir, ich kann das doch one-hitten, warum nicht? Da die ganze Zeit, warum nutzt du Pfeil und Bogen nicht? Warum soll ich denn? Funktioniert doch so. Hat doch auch so funktioniert. Warum soll ich denn da unbedingt, hätte man bestimmt aus der Entfernung draufschießen können, dann geht er auch kaputt, das Eis, ne? Aber wie gesagt, das kannte ich aus dem Schrein, deshalb habe ich das so gemacht. Der Schrein bei den Ornis, der kann, bei da ist so ein Eis. Da habe ich es gelernt. Das ist jetzt seine. Ich will mal seine Träne sagen, die Träne sagen. Und das ist ein Mysterienstein, heißen die. Die Tränen sind was anderes. Tule. Oh. Durch dessen Adern mein Blut fließt. Oh, er ist da! Sei gegrüßt. Deine Stimme. Dann hast du also immer zu uns gesprochen? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Auch immer dieses Gebiet hier sieht so cool aus. Im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Windes. Und ach, wie du den Feind mit des Windes Hilfe bezwangst. Ja, du bist wahrlich mein Erbe. Der Ruhm der Orm. Das Sturmmonster, das ihr bezwangt, war ein Lakai des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du vor kurzem berühren konntest. Dem Mysterienstein. Echt jetzt? Ja. Deine Verwirrung ist nur die Stimme dazu war cool. Darum höre nun meine Erzählung über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung, die unserem Volke zuteil ward. Es geschah vor langer, langer Zeit. Hyrule war damals noch ein junges Königreich. Etwas abgrundtief Böses griff uns an. Versessen darauf, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rau, Hyrules erster König, versammelte 6 Krieger und stellte sich ihm entgegen. Damit dies gelingen sollte, überreichte er uns eine Gabe. Die Mysteriensteine, geheiligte Kleinodien, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachen. Als Weiser des Windes
erhielt auch ich einen solchen Stein und focht gemeinsam mit den anderen Weisen. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Seine Verteidigung war selbst für mich undurchdringlich, seine Magie unerschöpflich. Schließlich begriff König Rauro, dass kein Sieg über den Dämonenkönig möglich war. Er bannte den Dämonenkönig und endete so den Kampf, mit dem eigenen Leben als Preis. Das also war der Versiegelungskrieg. Sein Opfer war es, das uns das Leben schenkte. Später erhielt ich einen Besuch, bei dem uns Orni ein geheiligter Auftrag erteilt wurde. Es war eine der sechs Weisen, die Weise der Zeit. Das Siegel hält nicht ewig. Irgendwann kehrt das Böse zurück. Der Ritter Link wird sich ihm stellen. Doch er wird eine gewaltige Macht benötigen. Ihr müsst ihm helfen. Die Windkraft der Orni. Ich bitte euch, Link, damit zur Seite zu stehen. In diesem Augenblick waren alle Zweifel über unser Schicksal wie weggeblasen. Weisen war gut. Unser höchster Wunsch ist die Vernichtung des Dämonenkönigs. Der Weise des Windes wird neu erwachen, wenn der Dämonenkönig wiederkehrt. Das gelobe ich. Der Ritter wird auf die Unterstützung der Orni zählen können. Hä, war das Volt mit dem Sound oder habe ich hier gerade einen Fehler? Das war die Geschichte des Versiegelungskriegs und des Auftrags an unser Volk. Du hast das Dorf der Orni gerettet. Doch der Dämonenkönig bedroht weiterhin das Land. Tulin, geliebter Nachbar, nimm meinen Mysterienstein entgegen und steh für das Gelübde ein, das ich der Weisen der Zeit gab. Kämpfe an Links Seite in den Schlachten, die eurer harren. Ich soll also zusammen mit Link gegen den Dämonenkönig kämpfen? Ach cool, dann kämpfen vielleicht alle vier am Ende mit, wenn man sie holt gegen den Endboss, also gegen Ganondorf. Oh Link, das ist ja der totale Wahnsinn, dass mich mein Ahne mit so einer Aufgabe betraut hat und dass ich dafür mit dir in den Kampf fliegen darf. Würde man nichts unternehmen, dann ginge die ganze Welt den Bach runter. Das könnt ihr gleich vergessen. Ich bin mehr als bereit. Her mit dem Mysterienstein! Ja, ist so super. Diese Orni-Musik. Ach, und die hat man jetzt dabei, bestimmt. Cool. Link, deinen Arm bitte. Das kann man, jetzt kann man die mitnehmen, weil ich hab mich schon... Was hat der für große Flossen, ey? Für Riesenflügel. Als Weiser des Windes schwöre ich, dir für alle Zeit beizustehen. Ich wollte sagen, man wird doch wohl irgendwas noch kriegen, oder? Das sieht ja voll cool aus, die Farbe. Das heißt, die anderen haben das auch in ihrer Farbe. Jetzt kriege ich wahrscheinlich die Fähigkeit für überall. Ah, dann kommt das als Ringe auch noch dran. Ja, passt ja. Ach, das sind die Pins. Das sind die Pins, die man gekriegt hat in der Collector's Edition. Mit dem Ring da kannst du jederzeit meine Macht herbeirufen, verstanden? Und jetzt ab nach Hause!
gruseln. Mein Papa wird staunen. Du hast Hausarrest. Oh. Ja, das war schön. Vor allem auch eine richtig längere Cutscene. Aber dann ist es natürlich, dann ist es nicht Rivali. Das war halt Ur. Und die Stimme wurde dieselbe nochmal genutzt. Jetzt weiß ich auch, warum der eine Daruk-Sprecher da war. Also der keine italienische oder so war das. Weil dann Ur-Dingens spricht, aber die Stimmen sollen dieselben sein, damit es halt recht ähnlich wirkt. Weil in der Zeit, wo die Vergangenheit ist, war Rivali noch nicht da. Ah, passiert jetzt wirklich das, was ich denke? Was ich sagte mit Majora's Mask? Ja, es passiert. Oh, sie haben es wirklich eingebaut. Wie geil ist das denn? Ich hatte vorhin die Hoffnung, als ich das gesagt habe, wenn wir das reinigen, also das wegmachen, wird das schmelzen wie in Majora's Mask, wo man halt nachdem man den Boss besiegt hat, sich auch die Gebiete verändern. Das haben sie jetzt auch eingebaut. Das heißt, die haben aus Ocarina of Time Sachen drin, aus Majora's Mask irgendwie gefühlt Sachen drin, wenn man so will. Also sie übernehmen richtig viele Sachen aus älteren Teilen für dieses Game. Gerade für die Nostalgie-Fans, super Ding. Also wenn man das jetzt, ich weiß nicht, ob die das jetzt mit Majora's Mask alle verbinden würden. In meinem Kopf war das aber mit Majora's Mask jetzt. Jetzt auch wieder die alte Musik. Ich mochte diese Eismusik trotzdem ein bisschen. Schnee. Ihr habt es wirklich geschafft. Genau, weil einer für den anderen gekämpft hat. Zwei echte Kameraden. Wirklich beachtlich. Unglaublich, dass es die Himmelsarche aus dem Lied wirklich gibt. Finde ich auch. Stellt euch nur vor, wie überrascht ich war. Ich will mal kurz gucken, was ihr so geschrieben habt. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht auf den Chat geachtet. Boah, ich habe so viel geschrieben. Ich habe gar keine Ahnung, was der... Shit. Wiederholt euch am besten. Kann ja nicht alles nachlesen, ist ein bisschen viel gerade. Geht das automatisch weiter gerade? Tun, du hast dich mehr als bewiesen. Wie spacey sieht denn der Bogen aus? Aber Papa, der Bogen da, der war doch immer so lieb und teuer. Den willst du mir schenken? Das war Rivalis? Sah der wirklich so aus? Sieht ein bisschen krasser aus. Schon immer. Ich wollte ihn dir überreichen, sobald du das richtige Alter erreicht hast, um ein Krieger zu werden. Nee, Link sollte so an die 1,70 sein, Sherry, soweit ich das weiß. Kann man irgendwo in Theodika die Waffe säubern? Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ich denke mal ja, dass das geht, aber ich weiß nicht wo. Man kann... Ah doch, vielleicht wieder bei diesen komischen Octoroks. Vielleicht geht es ja wieder bei denen. Aber das passt irgendwie nicht zu denen. Weil das ist ja nicht verrostet. Aber Link, die Frau, die uns mein Ahne gezeigt hat, die sah doch aus wie Prinzessin Zelda, oder nicht? Frag mich ja, ob das die echte Prinzessin war. Andererseits, wir haben in der ferne Vergangenheit geblickt. Wir wissen echt viel zu wenig. Nun gut, diese Gestalt, die wir auf der Himmelseiche gesehen haben, lässt mich nicht los. Also werde ich versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Komm bald wieder, ja? Dann werde ich dir sicher auch Neues über Prinzessin Zelda verraten können. Und denk immer daran, mit einer Macht als Weiser werden du und ich nun immer zusammenreisen. Vor allem das mit den Weisen auch noch da wieder. Yeah, Schwur von Tulin, Weiser des Windes. Und ja, wie gesagt, das sind die Pins, was man da links sieht. Die Pins hat man auch gekriegt. Zeigen. Einmal auf die volle Cam. Ja, zack. Da, das sind die. Das sind die. Dafür sind die gewesen. Jetzt weiß ich auch, was Design, warum die das reingepackt haben. Jetzt versteht man das auch erst, was das für Pins sind. Cool. Ja, geil. Das war cool. Das war besser, als ich dachte.